Hast du das Ehrenmal im Sonnenring mal bei Nacht gesehen? Warum stehen die? Achso. Das ist der Haupteingang. Ich glaube, es ist normal, dass hier so viele. Ist ein Krieg ausgebrochen? Überall stehen Wachen rum. Du musst mir helfen. Das sind keine Waren. Von dir redet doch die Garde die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Ja. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück. Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Okay. Mit dem Diener. Wo ist er denn? Da. Du hast den Einbrecher fliehen sehen? Ich stand mit dem Rücken zur Mauer. Ich dachte nicht, dass wer zum Fenster rausklettert. Er war grau gekleidet und hatte das Schwert. Mehr weiß ich nicht. Bei der Sonne, mir blieb fast das Herz stehen. Diese Bömsel am Hut. Warum? Kam aus dem Fenster. Der Dieb hat bei seiner Flucht das Fenstergitter zerbrochen. Blutstropfen, die von hier wegführen. Schauen wir mal. Der Verkauf. Gleichen Waffen, ne? Ja, die gleichen Waffen. Vorräte aufstocken, bevor du weiterziehst. Robust? Weit gereist. Mehr oh, Blut. Ja. Dieser Ort mit dir reden. Ist anders als alles, was ich kenne. Ist das irgendein Gewürz? Ah, du bist eine Fremde. Nora, wie es aussieht. Und bestimmt auch Maschinenjägerin. Korrekt. Das kann man wohl sagen. Na dann hör dir einen guten Rat an. Scher dich nicht um die Jägerloge. Wer kein Kaja ist, kann dort niemals aufsteigen. Heißt das, nur Kaja können der Loge beitreten? Nein, sie nehmen Fremde auf. Aber sie haben Regeln, damit die nicht aufsteigen können. Zum Beispiel? Sonnenkönig Avad versprach eine neue Welt. Meridian, offen für alle, alles Lüge. Klar, du hast einen Platz an der Tafel. Aber zu essen kriegst du nichts. Was läuft in der Jägerloge falsch? Nichts, wenn man fanatische Trottel mag. In Ban-Ur bin ich als guter Jäger bekannt. Also dachte ich, ich versuch's bei der Loge. Ich dachte, es wäre einfach. Maschinen jagen, aufsteigen, Bester werden. Aber so läuft es ganz und gar nicht. Es läuft immer so, dass die Kaja an der Spitze bleiben. Mir muss keiner sagen, dass ich jagen kann. Ich gehe nach Hause. Okay. Das klingt, als sollte man in der Loge mal aufräumen. Vielleicht. Aber ich werde das nicht tun. Wenn du hingehst, hinterlass ihnen einen traditionellen Banuk-Abschiedsgruß. Mir zu Ehren. Ein Banuk-Abschiedsgruß? Was ist das? Piss auf den Boden. Am besten dort, wo sie es erst merken, wenn es richtig stinkt. Du weißt, dass das eine Dame ist. Die kann, also, selbst wenn sie möchte, ist es nicht ganz so unauffällig, wie für dich, auf den Boden zu machen. Aber, naja. Diese Kiste muss erst geöffnet werden, um ihren Inhalt zu enthüllen. Okay. Banuk. Diese Kiste muss erst geöffnet werden. Banuk Reisender Gutschein. Karja Händler Gutschein. Standarde Figur. Bin ich gespannt. Was? Da habe ich ja in meiner Sofaritze schon wertvollere Dinge gefunden als das. Noch mehr Blut.
Der Dieb hat sich schlimm geschnitten. Was verkaufst du? Auch Händlerkisten. Schmutziger Korb. Dieses Objekt hat keinerlei Wert, außer für die vielseitigen Sammler. Ein Behälter aus einem alten Material. Hä? Aber was macht das denn? Schmutziger Korb mittel. Schmutziger Korb groß. Bitte was? Schmutziger Rostbolzen. Was mache ich denn damit? Aha. Außer Geld verschwenden? Du suchst nach Artefakten. Ja, aber nicht für Profit. Sonnenkönig Awad machte mich zur Gesandten der Banuk. Ich arbeite für sie, suche Relikte und bringe sie zurück in ihre Heimat, Ban-Ur. Ich bin ganz besonders interessiert an Holzfiguren, die man bei Banuk-Felsmalereien finden kann. Wenn du welche für mich hast, ist mir das einiges wert. Ich habe noch keine einzige. Fertig? Also die hat auch Kisten und dann... Primitive Karte eines Fremden fügt Kartenmarkierungen hinzu auf mögliche Fundorte. Komm wieder, wenn ich zahle gut. Und das einmal kaufen für alles? Pass 1. Bitte was? Das ist so günstig. Gut für Banuk-Relikte, Fremde, zurück auf die Verkackeiern. Die Banuk werden. Jetzt mal ohne Witz. Das kostet 5 und 2 Lohe. Für. Und das kostet 1 und 10. Für alle. Oder zumindest für mehr als eins. Das ist günstig. Hast du hier Lohe? Nö. Viel Glück da draußen. Du da, Fremde. Handelst du die mit Spur Relikten? Endet hier. Aber irgendjemand muss den Dieb gesehen haben. Awads Friedensbemühungen haben den Wohlstand zurück ins Sonnenreich gebracht. Ja, irgendwer, aber wem? Mit wem muss ich reden? Seh dich doch mal um, ich mach mein erster ist tot. Wenn dir mit. Was kommt davon, wenn man Frauen hört? Ich will doch nur einen Moment Ruhe. Raja mögen diese Hitze vielleicht, aber ich bestimmt nicht. Wer von euch ist denn ein Zeuge? Diesen Teil mag ich besonders. Wenigstens spielst du dich nicht auf. Wenn du etwas schmutziger wärst, würdest du sogar als Osseram durchgehen. Die Händlerin? Willkommen zurück. Ergreife die. Ich will dir einen Handel vorschlagen, Fremde. Donnerkiefer mit Narben von zahllosen Kämpfen. Ich bin der Du wirst es bereuen, wenn dir mitten im Getümmel die Vorräte ausgehen. Hast du irgendwelche Banuk-Relikte gefunden, Fremde? Hier gibt's so die beste, eine zivilisierte Stadt. Kleine dich entsprechend. Rede mit einem Zeugen. Jetzt doch plötzlich. Ist hier jemand langgerannt? Mit einem Schwert? Aber ja, er hat sich ein paar Stoffstücke geschnappt und rannte die Treppe darunter. Er hat geblutet, vielleicht braucht er einen Verband. Verdammt! Diese Stoffe sind teuer! Ich habe also einem Dieb Verbandszeug bezahlt. Das hast du. Ich habe nur die besten Waren.
Jetzt ein Fuß der Treppe. Wenn der Dieb hier war, gab es für ihn nur einen Weg. Vorwärts. Keine Spur von dem Dieb. Jemand muss ihn gesehen haben, als er hier lang gerannt ist. Ist dir jemand vorbeigelaufen? Mit einem Schwert in der Hand? Ja, er hatte mich fast umgerannt. Er rannte über den Wall und fuhr mit dem Lift runter. Den holst du nicht mehr ein. Aber er hatte kein Schwert. Er hatte gar nichts in der Hand? Absolut nichts. Aber er rannte wie ein geölter Blitz. Der Dieb muss das Schwert weggeworfen haben. Aber wo? Ins Wasser. Vielleicht hat ihm jemand geholfen. Am Stand der Händlerin hätte er das Schwert schnell loswerden können. Oder ins Wasser. Die Händlerin war's. Viel zu sonnig. Komplizin. Der Dieb ist anscheinend entkommen, aber ohne das Schwert. Er hat es vielleicht irgendwo abgelegt. Bei dir zum Beispiel. Was? Nein! Ich habe damit nichts zu tun. Das wird sich zeigen, wenn die Stadtwache deinen Stand durchsucht und deine Kunden befragt. Oh, bitte nicht. Hör mich erst an. Es heißt, du bist ein helles Licht in der Dunkelheit, also wirst du mir zuhören. Vielleicht. Es stimmt. Ich hatte das Schwert und ich gab es an jemanden weiter. Es wird verkauft, aber nicht für den Profit. Profit? Die Scherben sind für Bedürftige. Und das soll ich dir glauben? Profit? Ich kann es beweisen. Meine Freunde sind bei der Wassermühle im unteren Dorf. Sie erklären dir alles. Wenn sie dich nicht überzeugen, komm zurück mit den Wachen. Ich gehe nirgendwo hin. Das könntest du ruhig. Ich finde dich. Aber na gut. Ich gehe zur Wassermühle. Für den Profit. Okay, dann sollte ich wohl zu dieser Wassermühle. Deutsche Synchro. Profit. Markus Maria profitlich. Hochwertige Waren zu fairen Preisen, Kater. Nichts als Verräter und hinterhältige Mörder. Sie haben kommen auf meine Hühner. Da sind sie. Hühner, bringt uns euer Metall. Möchtest du heute gerne etwas kaufen? Ich habe eine Schnappmaulinse. Hervorragend. Hier die Bezahlung. Eine Schönheit. Weiß, danke. Das Wort benutzt du nur, wenn du eine abschleppen willst. Deine Kunstobjekte bringen kein Geld. Ich sag dir warum. Künstler sind grundsätzlich arm. Wir können die Schnappmaullinse ebenso naja. Gut an die Wand nageln. Die werden da oben doch schon überall verhökert. Angebot und Nachfrage waren doch schon immer nichts als Fremdwörter für dich. Wir machen einen Deal. Das Letzte, was ich heute brauche... Ach so, ich habe nur eins davon geben müssen. Wir machen einen Deal. Viel Arbeit, das Letzte, was ich heute brauche, sind noch mehr von deinen Deals. Also, wenn du bei der Schnappmaullinse nachgibst, musst du nicht zugeben, dass du falsch lagst. Dass Künstler grundsätzlich arm sind, ist ein Gerücht. Wenn man sich mal Picasso anguckt, der war schon, naja, alles andere als arm. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Bestimmt. Perfekt. So, wir sind bei der Mühle. Hallo, Freunde. Es wird Zeit, wieder zurück an die Arbeit zu gehen. Aber ich nehme mir noch eine Minute Zeit. Was wollt ihr denn, außer Profit? Ich hab dich schon erwartet, Aloy. Du willst sicher antworten. Tja, es ist nicht kompliziert. Wir sammeln Wertgegenstände von Leuten, die sie nicht brauchen, verkaufen sie und geben die Scherben den Armen in Sonnenfall. Die sie nicht brauchen. Du meinst, ihr stehlt. Wenn du es so nennen willst. Von Schweinen, die schon seit Generationen am Futtertrog stehen. Ravan wirkte auf mich nicht wie ein Schwein.
Er stinkt wie die ganze Bande. Nach Geld und Zufriedenheit. Und die Unterschicht leidet. Wer genau bekommt die Scherben in Sonnenfall? Nicht die Bastarde in der Festung. Mit den Scherben verschaffen wir den Armen in Schattenhang Nahrung und Verbandszeug. Sie gingen nur nach Westen, weil sie mussten. Glaub mir, ich weiß es. Meine Frau wurde an einige Diener gekettet und mit ihnen weggeführt. Sie verhungerten. In ihren Ketten. Das... Ups. Das tut mir leid. Ja, mir auch. Wo ist das Schwert jetzt? Sicher. Hab's noch nicht verkauft. Das nehme ich gern mit. Danke. Was soll ich jetzt tun? Weggehen? Ich hatte gehofft, du hilfst uns. Es heißt, du liest Spuren wie ein Pirscher. Tja, mein Partner Nasan ist bei der Brandküste verschwunden. Er wollte nach Sonnenfall. Mit einer ganzen Ladung Lebensmittel. Wenn du die findest, würdest du vielen helfen. Ich überleg's mir. Aber nur, wenn du Ravan das Schwert zurückgibst. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Gut, er kriegt das blöde Schwert. Nasan sollte seinen Kontakt bei einer Feuerstelle an der Gabelung bei der Brandküste treffen. Such dort nach ihm. Aber Vorsicht! Dort sind viele Maschinen und viele Schattenkarja. Und zwar nicht die Bedürftigen, sondern die Peiniger. Gibt doch bedürftige Schattenkarja. Träumen lassen. Aber es ist anständige Arbeit, das Bewachen der Stadt. So, einmal das Lagerfeuer freischalten. Schauen wir mal, ob hier irgendwo... Ne, kein Tier. Erledige den Steinbrecher. Das könnten wir tatsächlich, glaube ich, in Angriff nehmen. Wir haben ja jetzt Feuerpfeil. Oder auch nicht. Können wir bei dem Lore kaufen? Sieh dir diese Waren an. Hier gibt's nur die besten Waren. Na, wo ist er denn? Da. Aber diese Außerhalb ziehen einen über den Tisch, wenn man nicht aufpasst. Sieh dir diese Waren an. Hast du Loha? Drei, sechs, neun, zwölf. Wir verkaufen mal Dinge, die wir nicht mehr brauchen. Verkauf gegen Metallscherben. Hier Sammlung Talisman. Dass es da keinen Autoknopf für gibt. Objektwert. Objektwert. Wow, was eine Seltenheit. Seltenheit, Objektwert, Objektwert, Verkaufsbeliebtheit. Perfekt. Schlüssel. Altes Klangspiel, das ist ein Schlüssel. Perfekt, so das hätten wir. Und jetzt haben wir ein bisschen Kram. Du wirst es bereuen, hier gibt's nur die besten Waren. Vorräte aus. Sie selbst. Ich habe nur die besten Waren.
Du solltest deine Vorräte aufstocken, bevor du weiterziehst. Mein Angebot wird dich... So, das hätten wir. Die. Gehen wir mal dahin, da kommen wir einfacher da rein. I'm back. Moin, Litschi. Willkommen zurück. Und ich habe gerade gesehen, die Emotes, ich muss mich mal drum kümmern, dass die nicht mehr außerhalb des Bildes so sich positionieren. Zufall ist zwar lustig, aber ist nicht ganz so einfach, die in einem Rahmen zu halten. Oh je, du bist wirklich groß, was? Wir haben auch eigentlich kaum Heilung. Ist eigentlich eine doofe Idee gewesen. Aber naja. Doofe Ideen, schmoofe Ideen. Willst du mich verkackeiern? Greif mich doch nicht außerhalb deiner Arena an. Was ist denn hier los? Ach. Hallo, Fuchs. Nee, Treibstoffbehälter ist was zur Hölle. Treibstoffbehälter ist andere Schwäche. Wo ist er? Oh, da komme ich ja gerade richtig. Jetzt ohne selbst zu zocken auch 100% da. Alles klar. Na, mein Freund. Mag die Rolle. Do the barrel roll. Barrel roll. Kann ich das fast treffen? Da. Und das juckt den so gar nicht. Also genau neben seinem Mund zu stehen, ist eine doofe Idee. Baby, explodier, du blöder Tank, explodier, du blöder Tank. Ach, komm schon. Wie viel haben wir noch? Genug. Hallo? Ich wollte gerade sagen, hat er vergessen, dass er noch gegen uns kämpft oder was soll das heißen? Ach. Ja, das wird wahrscheinlich wieder nichts. Zu wenig Heilung. Viel zu wenig Heilung. Again. Ist wirklich groß, was? Ja, das wird er. So, jetzt aber.
Okay, also in seine Richtung rollen lässt mich da auch nicht ausweichen. Okay, das funktioniert. Also dann von ihm wegrollen. Wo ist er? Okay, also die Fässer sind auch nicht dazu da, den aus dem Boden zu holen. Das funktioniert nicht. Ach komm schon, bleib doch draußen. Na komm schon. Come on, baby. Come on, baby. Erwischt. Bauteil entfernt. Ja, das fliegt auch schön durch die Gegend. Explodiert der Tank irgendwann? Müsste eigentlich, oder? Ja, und das nur, weil sie wieder ihren Kacke. Ja, komm mal zu mir. Das war zwar nicht extra, aber auch okay. Mädel, beweg dich. Kacke. Okay, da ist der Treibstoff kaputt. Dass er jetzt auch brennt, ist natürlich eher schlecht für uns. Da oben drauf. Volle Konzentration. Nö, warum? Ich hab doch hier noch. Und wie ist deine Strategie beim Kämpfen? Einfach rollen. Die ganze Zeit. Okay, also es ist tatsächlich machbar. Oh je, du bist wirklich groß, was? Ist hier noch was, was wir mitnehmen können? Bezüglich Lebensmittel. Vermutlich nicht. Wie sagte Dori schon, einfach schwimmen, einfach genau. Einfach schwimmen, 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 einfach schwimmen. Gelegen. Okay, ein bisschen. Das ist das Geilste. Nachdem das Vieh aktiviert ist, greift das dahin auch an. Egal, wo man ist. Also wir haben jetzt eine ganze Lebensleiste. So. Okay. Ach, Mädel! Kackstein! Was ein Bullshit!
Nicht schlagen, bewegen. Na komm. Oh, Jesus. Okay, das hätten wir. Okay, diesmal den Anfang nicht verkacken. Das wäre auf jeden Fall schon mal gut. Ja. Ist auf jeden Fall machbar. Ist machbar. Oh je, du bist wirklich. Bin ich fest groß, von überzeugt. Wir nehmen aber vorher nochmal. Kacke. Kannst du mich in Ruhe lassen? Du klingst wie ein Modem. Das ist auch 100%ig das Geräusch eines Modems. Lässt du mich in Ruhe, du blöder Vogel? Könnte hinten raus in Phase 2 einfacher sein. Jo. Glaube ich auch. Boah. Das sind mehr Steine, als ich dachte. Okay. Also das Geräusch eines des Treffens war da, aber er hat mich nicht getroffen. Diese blöden Hindernisse. Es ist immer so in den Kämpfen. Dann hast du hier überall auch noch Hindernisse. Kacke. Ja, auf Seite. Ich bin aber auch ein Idiot. Ein Idiot, ein Idiot. Ach, egal. Einfach drauf, Dark Souls-like. Denke ich mal, die Blitz fallen. Blitzfalle. Blitzfalle. Ach scheiße, ich will das jetzt schaffen. Der Rassler feuert eine Salve Metallbolzen ab. Der wäre hier wahrscheinlich gar nicht so unpraktisch. Oh je, du bist wirklich groß, was? Ja, natürlich. So ein Drecksschwein. Okay, hier ist kein Hindernis. Yeah, 3 Schaden. Ich bin großer. Scheiße. Okay, also wie man dem ausweicht, ist mir noch ein Schleier. Keine Ahnung. Das ist mir noch schleierhaft.
Na komm. Weil das war jetzt der lange. Der macht ja auch so einen kurzen, der einen sofort trifft. Und ich weiß auch nicht, ob man den irgendwas abbauen kann, was ihn davon abhält, sich einzubuddeln. Okay, drei gezielte Pfeile und dann verliert er seine Fäustlinge. Ha. Okay. Ich bin doch gerollt. Jetzt macht die Diet Scheiß. Okay, keine Ahnung, wie man dem ausweicht. Ich kann ihn auch dadurch, dass er uns sofort angreift, nicht in Ruhe analysieren. Also der da ist gegen die Angriffe, der gegen Eis. Schauen wir mal. Sneaky, sneaky und so. Oder verfolgt er dich jetzt für immer? Nee, nee, nee. Nur in dem Areal hier. Ja, dafür ist er jetzt so weit weg. Nur in dem Areal. Wo ist denn jetzt hin? Da hinten Buddel da. Kann man da hinten in das Gebäude rein? Er hat mich gesehen. Dann mal los. Nicht gerade wenig. Ich glaube, der hält sich zurück in dem Moment, wo man... Nee. Erstmal die Füße abschießen. Keine Ahnung, ob das ihn wirklich lange aufhält. Aber es macht auf jeden Fall viel Schaden. Ich glaube, hier in der Nähe des Hauses bleiben ist keine schlechte Idee. Na komm, komm mal raus, mein Freund. Ja, ja, komm raus. Was? Der Fuß da muss ab. Yes. Okay, ich hätte den kritisch treffen können. Ich habe aber keine Ahnung, wo.
Also, tatsächlich nicht. Keinen blassen Dunst, wo man den kritisch treffen soll. Wahrscheinlich oben auf dem Kopf oder so. Geh weg. Geh weg. Jetzt aber, da ist noch ein Fuß. Kacke. Ach, so eine Rotze. Komm schon. Noch einmal Pfeile machen. Okay, ist der jetzt schon mal explodiert? Ich glaube nicht. Jetzt ist er explodiert. Yes! Oh, lecko Menschens Kinder. Yeah, boy. So. %44 Schaden. Nett. Ja, nett. Danke, mein kleiner Puddelfreund. Zuerst mal gucken. Hier waren ja diese Kristallhaufen. Da konnte man irgendwie selber untersuchen. Ich wollte gerade sagen, wieder jetzt runter und kommt ein neuer oder was? Gibt es einen einfachen Weg darauf? Offensichtlich nicht. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ach, kann es sein, dass man an dem Bild innerhalb der Modifikation erkennt, für welche Waffe die ist? An dem Bild innerhalb der Modifikation? Wahrscheinlich ja. Also meinst du jetzt das Bild, also das Symbol, oder meinst du das Bild rechts unten? Weil rechts unten ist ja einmal
ein Rüstungssymbol und einmal ein Waffensymbol. Ob das Zeichen in der Modifikation das aussagt, könnte sein. Nicht schon Besseres gesehen. Was denn? Ich hoffe, du meinst nicht mich. Diesen Teil mag ich besonders. Ich habe als Kind mal eine Nora getroffen. Hm? Ich kann mich nur noch daran erinnern, wie schwer ihr Bogen war. Bis gerade war ich mir halt nie sicher, für welchen Bogen das sein soll. War nur eine spontane Eingebung. Ich glaube, bei den Bögen macht das keinen Unterschied, oder? Das können die sonst aber besser. Wäre die jetzt da runtergefallen, dann wäre ich ausgerastet. Hoffentlich hole ich mir nicht wieder einen Sonnenbrand. Wer von euch war das denn nochmal? Oh, das ist schön. Ich bin froh, dass ich... Dann eben so. Ja. So eine Maschine habe ich noch nie gesehen. Jo. Und auch keine solche Jägerin. Nimm das. Ja. Es ist aus dem Steinbruch. Aber niemand wird sagen, du hättest es nicht verdient. Möge das Licht stets mit dir sein. Besonders, wenn du Maschinen aus der Tiefe begegnest. Was für eine Zeit. Ich habe noch eine zweite davon gesehen. Letzte Woche war viel besser. 6000. Ich bin mit dem Sonnenpriester, der sich in eine Händlerstochter verliebt, viel lieber. Diese Belohnungskisten sind ja immer eine tolle Idee, ne? Aber da ist echt nur Scheiße manchmal drin. Schön, schön, schön. Wir suchen mal das Panorama. Wahrscheinlich da oben rechts auf dem Stöckchen, oder? Ich habe nämlich noch keine Ahnung, was ein Panorama ist. Das hält sich eine Weile. Jetzt muss man nur noch einen Weg finden, da hochzuklettern. Vor allen Dingen habe ich mittlerweile 10 Stück noch offen, wo ein Teil drin ist, was ich nicht mehr einpacken kann. Etwas nervig. Ja. Das ist eine Mechanik, die ich noch nie verstanden habe. Das ist ja nicht das erste Spiel, was sowas macht, ne? Irgendwer findet das bestimmt richtig geil. Leute, ich will euch nichts tun. Ich laufe nur an euch vorbei. Ja? Danke. Suchen mich. Warum? Nur gar nicht. Also den. Das ist Panorama. Aber wo ist der Weg da hoch? Auf der Straße wird viel. Da ist der Weg hoch. Ja, das ist der Weg. Okay, die Mandalorian-Referenz war jetzt nicht extra. Nach oben? Nach rechts? So viel Mandalorian geguckt. Ah, kann man von guten Serien wirklich zu viel gucken? Ich glaube nicht. Davon abgesehen, es gibt ja erst eine Handvoll Staffeln. Das hier ist so Assassin's Creed, Prince of Persia, Gedenkszenen sind das hier. Das lohnt sich ja so. Diese Hitze könnte den Rost vom Metall brechen. Apokashitstum Tutank 9. Ich habe gerade mein Zelt hier aufgebaut, als Wyatt anrief. Ich kam so schnell ich konnte, aber du hast schon im Koma gelegen. Wir konnten uns nie verabschieden. Ich? Oh.
Das Klettern finde ich tatsächlich etwas schwammig umgesetzt, wenn ich das mit Tomb Raider oder so vergleiche. Oh, Tomb Raider. Das ist schon wieder ewig her, dass ich das gespielt habe. Ich hätte da jetzt keine Referenz zu. Tatsächlich im Kopf. Ich weiß, dass es weniger fehleranfällig als Assassin's Creed ist. Da springst du ja gerne mal einfach weg. Einfach irgendwo hin. Das passiert hier tatsächlich seltener. Er hat sich stundenlang beschwert, dass sich in der Jägerloge eine weitere Frau an die Spitze kämpft. Er braucht mal ein neues Hobby. Es wäre, glaube ich, sinnvoll, ein bisschen Leben oder sowas zu haben. Kann man hier nirgendwo was essen? Einfach essen? Das ist irgendwie so traurig, dass man ihn ja veressen kann. Jo, hier kannst du ja gar nicht daneben springen. Nö, überhaupt nicht. Also die Einzige, du kannst nur dumm genug sein und den Weg nicht finden. Alles andere unmöglich. Was haben wir hier? Ich sollte dort draußen Maschinen jagen und hier nicht rumlaufen. Die Herrschaft des verrückten Sonnenkönigs. Naja, verrückter Sonnenkönig klingt mir zu viel, ein Ticken zu sehr nach Game of Thrones. Ich frage mich, ob sie mich einen Blick auf ihre Waffen werfen lässt. Ein bisschen Lore. Naja, gehen wir mal da rein und hoffen, dass wir nicht kämpfen müssen. Hoffen wir mal. Hallo, Aloy. Ich bin der tadellose Marat. Bitte komm mit mir. Es geht um eine wichtige Konsultation. Der tadellose Marat? Er ist drinnen, beim Sonnenkönig. Wohin wir auch unverzüglich gehen sollten. Folge mir bitte. All diese Leute wollen zum Sonnenkönig? Was? Ja, und alle wollen ihn um etwas bitten. Unschön, aber das ist Politik. Was ist das für ein Haus? Ich will dich unbedingt sehen. Die Maschinenreiterin mit dem guten Auge. Es ist so faszinierend. Jetzt mal ohne Witz. Also nur mal so gedanklich. Unsere drei heiligen Mütter leben in einem Berg. In einem stickigen, dunklen Berg. Faszinierend. Zu What spät. The heck? Der hier lebt im Taj Mahal. Erst kriegen Osseram Sonderrechte und jetzt Fremde aus dem Wilden Osten? Eine Fremde ist vor mir dran. Inakzeptabel. Inakzeptabel. Ich stehe hier schon 2 Stunden und dieser Nora drängelt sich vor. Das ist keinen interessiert, dass ich mit dem hier gehe. Ignoriere sie. Adlige sind wie Kinder, die quengeln, wenn sie keinen Nachtisch mehr bekommen. Ich habe auch keinen Nachtisch heute bekommen. Der Sonnenkönig halt. Wichtig ist, wie er nicht ist. Wie sein Vater. Ich glaube, du wirst ihn ganz vernünftig finden. Geheimnisse? Geheimnisse. Auch nicht. Aloy von den Nora. Seherin des Verborgenen. Willkommen. Das muss eine einen großen Dienst erwiesen. Unheimlich unbequeme Klamotte sein. Bitte. Ich war an Ersas Grab. Es stimmt, Aloy. Die Leiche hat keine Narbe am rechten Knie. Ich fügte sie Ersa als Kind zu, im Streit um ein Spielzeug. Wenn es nicht Ersas Leiche ist, kann es sein, dass sie noch am Leben ist. Und ich lasse sie nicht im Stich. Wir wissen nur, dass sie weg ist, nicht wer es war. Da kann ich helfen. Ja, der Rücken ist gewährleistet. Ersa hat einen Feind unter den Osseram. Einen Kriegsherrn namens Derwal. Unmöglich. Jeder Clan im Anrecht war auf der Suche nach ihm seit der Befreiung. Er muss längst tot sein. Nun, er hat ein Motiv und ist klug genug, um Ersa in so eine Falle zu locken. Er treibt sich bestimmt irgendwo an der Grenze herum.
Ich habe schon einen Agenten losgeschickt. Er wartet auf Anweisungen von uns. Auf dem Marktplatz in Scheuerfeld. Wenn ich Truppen an die Grenze schicke, provoziert das die Osseram. Vielleicht ein paar Gardesoldaten. Und noch eine außergewöhnlich talentierte Nora? Erend, Marat, lasst mich das mit ihr allein besprechen. Ei, ei, Captain. Ich hasse es, dir noch etwas aufzubürden, doch diese Angelegenheit ist wichtig für mich. Ersa scheint euch sehr viel zu bedeuten. Tja. Ohne ihre Osseram-Garde hätte ich Meridian niemals befreien und meinen brutalen Vater stürzen können. Seitdem ist es schwierig, den Frieden zwischen unseren Stämmen zu halten, aber Ersa schafft es, ihr Volk davon zu überzeugen. Du siehst, ich brauche sie hier, an meiner Seite. Und das schnell. Und wer genau ist Derwal? Um Derwal zu verstehen, musst du meinen Vater verstehen. Er hielt sich wirklich für einen Sonnengott. Sein Geist war verwirrt. So kann man das auch nennen. Er hielt Blutopfer für die Lösung von, tja, einfach allem. Er suchte sich Opfer bei anderen Stämmen, besonders bei den Osseram. Derwal schlug zurück. Er baute starke Waffen und rüstete sein Volk. Mein Vater reagierte mit furchtbarer Grausamkeit. Er entführte Derwals Frau und Tochter und opferte sie im Sonnenring. Ach, ist das der Ring, den wir oben auf der Karte haben? Wieso nimmt Derwal so viel auf sich, um Ersa zu entführen? So, ich bin mal raus für heute. Viel Spaß noch mit dem Sonnenkönig. Alles klar, Litschi. Ich wünsche dir einen schönen Restabend und den werde ich bestimmt haben. Dieser Mann, guck mal, der sieht doch so sympathisch aus. Mit dem muss man Spaß haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auslöschen wollte. Da kam sie zu mir. Wir konnten ihn stoppen und befreiten die Stadt von meinem Vater. Okay. Seit diesem Tag versucht Derwal, sich dafür zu rächen und tut das meist an Osseram, die mit uns kämpften. Er hat sich so viele mächtige Feinde gemacht, dass ich ihn längst für tot hielt. Ich lag falsch. Ich habe eine Frage zum Sonnenreich und zu eurer Politik. Bitte sehr. Man nennt euch einen Sonnengott, der seinen Vater erschlug, um den Stämmen Frieden zu bringen. Stimmt das denn? Es heißt, du siehst das Unsichtbare, teilst fliegende Pfeile in zwei Hälften und kannst Maschinen zähmen. Wie viel stimmt denn davon? 1 und 3. Schon so hin. Tja, ich möchte den Stämmen gern Frieden bringen, aber du hast die vielen Bittsteller ja gesehen. Vielleicht nächste Woche. Echt nett habt ihr es hier. Man sieht beinahe die kleinen Leute unten am Berg. Es gefällt dir nicht? Dann kann ich dir sagen, mir auch nicht. Ja, man muss Geduld haben. Die Veränderung braucht ihre Zeit. Aber wird sie je kommen, wenn man in Palästen lebt? Vielleicht. Irgendwann. Wenn Leute wie du mich dabei unterstützen. Eure Politik erscheint sehr kompliziert. Die Osseram sind Freund und Feind zugleich? Ich hätte Meridian nicht befreien können ohne die Hilfe von Ersa und ihren Freibeutern. Viele von ihnen leben jetzt hier. Ja, doch die Präfekten der Osseram-Klane im Anrecht neiden ihnen jetzt ihre Erfolge. Wie auch viele Karja-Adlige. Tja, es ist eine heikle Situation. Insbesondere, weil mein Vater die Osseram jahrelang beraubt hat. Ersa hält den Frieden. Sie verspricht, dass alle profitieren können. Doch manche, wie Derwal, nähren immer weiter ihren Hass. Klingt auf jeden Fall wie ein sympathischer Mensch. Was wisst ihr über diese Schatten? Es sind Anhänger von Vaters Regime. Sie harren in der Festung Sonnenfall aus, im Westen. Wie ihm geht es ihnen nur um die Herrschaft. Sie vergießen Blut im Namen der Sonne, um aus ihr Kraft zu schöpfen. Ersa ist ihre Feindin, also hielt man sie sofort für die Schuldigen. Derwal war das klar. Das war sein Plan. Okay. Ich muss jetzt weiter. Ich weiß.
Nun... Wer sagt das? Marat zum Beispiel. Wende dich jederzeit an ihn oder Erend, wenn du noch Fragen hast. Du hast da was zum Lesen, oder? Wir sind Karja. In uns fließt das Blut derjenigen, die Aram vor langer Zeit aus der Verfolgung führten. Gründung Meridian. Okay. So. Ich hielt Ersa für tot. Und ich hielt Derwal für tot. Tot scheint nicht mehr zu sein, was es war. Zu sein, was es war. Oder ich bin ein Trottel. Wie auch immer. Es ist an der Zeit, meine Schwester zu finden. Und Rache zu nehmen. Ich hoffe, Marats Agent weiß etwas. Ich sollte gehen. Lass mich in Scheuerfels nicht hängen, okay? Ersa braucht uns. Ja, wir werden da auf jeden Fall hingehen. Nachdem ich weiß, was... Ach, das ist das. Der Gründer Aram. Nee, Araman. Der unsere Vorväter aus den Schatten des Wilden Osten in den Feste des Hades führte. Der die Zeichen der Sonne und des Schattens gleichermaßen las. Und sie zur Stätte des heiligen Meridians brachte. Okay. Gut, aber wir gucken erstmal hier. Wir reden mal mit dem Typen von der Liga. Von der Loge. Liga. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Das sind echt viele Wachen. Also wenn in dieser Stadt irgendwas passiert, das wird mir Sorgen machen. Okay, worüber wolltest du reden? Du bist fremd hier, oder? Ich frag mich, ob du zufällig andere, wenn du mir weg... Das ist der mit den Metallblumen. Auf Wiedersehen. Lass uns... Zehnmal Metallblume. Keine Ahnung, ob wir die alle kaufen müssen oder tatsächlich eins reichen würde. Ich freue mich schon auf den... Ich möchte mit dir über eine Sache voller Anmut und Schönheit sprechen. Du verkaufst Linsen. Und Schatzkisten. Ich habe die Nase voll von der Arbeit und... Für den Zutritt zur Loge musst du in den drei Jagdgebieten drei Halbsonnen gewinnen. Meinst du die hier? Also dann, herzlichen Glückwunsch und willkommen. Unsere Mitglieder ernten Belohnungen, Abenteuer und Ruhm. Bin ich jetzt Mitglied? Nein, du bist nur ein Küken. Neumitglieder nennt man Drosseln. Um eine Drossel zu werden, muss ein älteres Mitglied, ein Habicht, für dich bürgen. Ich brauche also einen Habicht. Das ist kompliziert. Ja, aber ein Habicht kann immer nur für einen Jäger bürgen. Und die meisten sind bereits vergeben. Ich werde das schon schaffen. Wo fange ich an? Oben. Stell dich Sonnenhabicht Assis vor, unserem Anführer, der dich einem Habicht vorschlägt. Ich hoffe, das ist es wert. Wie meinst du das? Wirst du sehen. Ich gehe nicht nach Hause. Nein. Okay. Ich will meinem Vater nicht begegnen. Wer bist du? Bei der Sonne. Das Edikt von König Awad zeigt Wirkung. Es steht eine Nora vor mir und auch noch eine Frau. Hast du Abzeichen für mich? Do you Was just assume my gender? Aus den Jagdgebieten. Oh, stimmt. Du bist neu. Bist du Mitglied? Ich? Nein. Haja ermutigen ihre Töchter nicht gerade dazu, Maschinen zu jagen. Aber die Veränderungen, ich glaube, die Osseram wissen nicht, wie man mit Haja handelt. Mein letzter Boss hätte nicht mal einer Biene Blumen verkauft. Er war zu einfach gearbeitet, wie sie sagen. Dieser Job ist viel besser. Ich glaube... Okay, also. Was mache ich mit dir? Gewinnst du bei allen Jagdgebietprüfungen das gleiche Abzeichen, gebe ich dir eine Waffe der Jägerloge.
Zeig mir deine Abzeichen und wir sehen nach, ob du für eine der Spezialwaffen qualifiziert bist. Ich habe nicht genug Abzeichen. Kein Problem. Wenn du Abzeichen aus allen 15 Prüfungen hast, bekommst du die nächste Jägerlogenwaffe. Wenn ich Abzeichen aus allen 15 erlange alle Halbsonnen, erlange alle Vollsonnen, erlange alle Glutsonnen. Okay. Bald nehme ich mir Urlaub. Ich weiß noch nicht wo. Hier was trinken? Offensichtlich nicht. Aber eigentlich ist mein Anspruch keine Halbsonne, sondern immer nur Glutsonne. Muss ich ja schon sagen. Bericht über Rotschlund. Aufgezeichnetes wissbegierige Dandimian, ansässiger Historiker der Jägerloge. Es ist weithin bekannt, dass Fakten im Laufe der Zeit zu Dichtungen werden. Dornkiefer, eine Maschine, die nur als legendär bezeichnet werden kann. Wenige, die ihn erblickten, überlebten dies. Rotschlund. Okay, dass du der Chef bist, wundert mich gar nicht, wie du aussiehst. Entschuldige uns. Ah, die Maschinenreiterin gibt sich die Ehre. Du bist eine Nora. Eine Kämpferin der Wildlande. Des Heiligen Lands. Und ja, ich habe immer viel gekämpft. Sag mir, spazieren die Nora oft in anderer Leute Häuser und tun, was ihnen gefällt? Hä? Natürlich nicht. Aber genau das machst du. Jetzt gerade verpestest die Loge, belästigst Vorgesetzte. Du bist mir nicht vorgesetzt. Ligan sagt, ich muss zu dir, um Mitglied zu werden. Das wäre wahr, wenn du jemals eine Chance hättest, Mitglied zu werden. Du bist eine Wilde. Und du bist ein Arschloch. Ich Sonnenhabicht in der Loge bin, werden hier keine Wilden aufgenommen. Verschwinde. Nein. Mir wurde gesagt, dass hier Regeln gelten. Wenn sie nichts wert sind, ist sogar deine Position bedeutungslos. Also sag mir einfach nur, ist ein Habicht frei, der für mich bürgen kann? Also gut, Talana ist frei. Wäre das nicht passend? Abschaum birgt für Abschaum. Jetzt verschwinde endlich. Wow, ist das ein unangenehmer Zeitgeselle. Warum hängt hier ein riesiges Maschinenmonster? Da fuck.